Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Tomodachi, zu Bloodshore. Endlich mal wieder ein FMV-Titel hier auf dem Kanal. Ich will auch gar nicht lange schnacken. Ich will nur sagen, wir handhaben das mit FMV wie immer. Das heißt, ich mache einen Durchlauf. Und wenn ihr andere Möglichkeiten sehen wollt, dann kauft euch am besten das Spiel, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Ob es eher ernst ist oder eher Trash. Ich lasse mich gerne überraschen. FMVs sind immer klasse. Und ja, ich entscheide mich halt, wie ich mich entscheide, ne? Ich würde sagen, let's go. Hinweis. Die nachfolgenden Szenen können manche Personen als verstörend empfinden und oder sind nicht geeignet für Kinder und Jugendliche. Darunter zum Beispiel drastische Darstellung von Gewalt oder was auch immer da stand. Okay. Good Gate Media. Okay. Jetzt kommt wieder die Titelmelodie. Wales Interactive Presents. Wir können es alles haben, okay. If you've got what it takes. 50 contestants, the ultimate prize. Was ist denn der Preis? One winner. Ja. Are you ready? Na, ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Aber was ist denn der Preis? Presented by. It's showtime! Welcome to the 13th season of Killstream! 13 ist mein Lieblingszahl. Where 50 lucky contestants compete for a chance to win 10 million dollars. Enter the Hall of Fame and have it all. 10 Millionen sind gut. Killstream, now entering its 13th season, has been criticized by human rights experts for its brutality. Having claimed the lives of 210 of its 470 contestants thus far. Showrunners Alan Cork claim that all contestants are fully aware of what they are opting into. They are volunteers. They chose to be in this arena. Volunteers, please. They're desperate, poor, brainwashed, often completely unstable. My agent says it's going to be really good for my career. Any publicity is good publicity, right? Many would argue that the corporation is abusing its position of... Das hat auf jeden Fall einen richtig geilen Trash-Faktor. Und ja, dass ich hier dazwischen laber, ist bei FMVs relativ normal leider. Ich hoffe, das ist okay. Aber ihr könnt ja die Untertitel lesen. Winners of the first few seasons have become some of the wealthiest people in the world. Yes. Das ist ja großartig, ey. I guess I have what it took. Death or glory. In the past few years, the contestant numbers have risen in line with the economic downturn. What could we do? We opened it up to everyone. These people are a byproduct of the society created by you. Some would say you're a coward having tapped out. Well, they can say that to my face. You have been inundated with applications. They have been ground into dust by the boot heel of the rich and powerful, who are now using them for their own entertainment. Socialist, mother... If I didn't know any better, Chris, I'd say you were accusing me of exploiting the poor. I'm not the only person to find your show utterly abhorrent. Have you ever found... Abhorrent. Don't ask dumb questions. The terms are agreed upon by both parties. Yeah. So you think it's fine to witness deaths on television? Since the beginning of time, man's been pitted against his fellow man in combat. Surely we've evolved from a more barbaric time. I'm not so sure we have. Ich frage mich jetzt, spielen wir aber jetzt einen Charakter? Oder entscheiden wir für mehrere? Weil wenn es ja um das Preisgeld geht, wäre ja ein Charakter sinnvoll irgendwie. They keep watching. Wie die sitzen. Hey, it's Scarlett. Hi, Scarlett. So, if you don't already Smith heißt sie. I'm on my way to the island. I'm not gonna lie. I'm a little freaked out. Okay. Mom, stabile Follower-Schwester. This is it, people. It doesn't get any realer than this. Boah, der hat noch stabilere Followers. Keep watching your der Otto. For live updates. Share with your people. Thanks for watching. Der Nick. Okay. They say the best tactics to find an ally early. Helps keep you alive through the chaos of the first few rounds. Boah, ich stimme mal zu. Extreme Vlogger, der Gaff. Na Tisch. Videogame Streamer. Cool.
should come in handy. What about the cannibal over there? Life is all or nothing, yeah? You know that. And our people out there, they know. You that. Just lost half your subscribers in the last 6 months. Has that got anything to do with this? Okay, ein Reiseblogger. Now it's time for the world to see. Das ist doch immer lustig. What? Die ist ein fucking MMA-Fighter? Okay. My money is still on the pedo ring. Ein Podcaster. Ein Aluhutträger, meint die wohl, der Ari. Oh, komm, wir sind mal ehrlich. I'm an actor. A washed up one. It was either this or go back to being a nobody. You kidding, mate? That's Nick fucking Romeo. Wait, Mikey Lizard? Who? You didn't watch the Wolf Boys movies, Sish? What about you? Name's Gav, extreme blogger. You're not one of those idiots that follow around the cartel and gun runners, are you? Just trying to get the most extreme stream I can. Well, you can't get more extreme than this. Some say the first one of these was set on Jeffrey Epstein's island. Who knows? Oh, gar kein gutes Thema, Epstein. Hurry out! Absolut kein cooles Thema. Der Hurensohn. Wait, we're not. Also Epstein ist ein Hurensohn. Make sure you pull the cord on the left. Wenn ihr nicht wisst warum, dann guckt das nach. Googelt es, guckt auf YouTube. So ein riesen Hurensohn, der Epstein. Oder es gibt auch auf Netflix eine gute Doku dazu. Genauso wie zu R. Kelly. Let's go! Wir springen natürlich. Versteht sich von alleine. Wie spielende Kinder. Was bedeutet das Symbol da oben? Boah! Yeah! Hauptsache das Handy rausholen. Pull the cord. Wäre schon lustig, wenn der Erste direkt aufschlägt. Das ist richtig witzig, wenn einer aufklatscht. Ricky, der Pro-Gamer, alles klar. Ja. RIP Ricky, ne? Also, Ricky war mein Lieblingscharakter. Schade, dass er jetzt schon von uns gegangen ist. Bloodshore. Okay. Im Pausenmenü kannst du den aktuellen Fortschritt einsehen. Drücke Escape. Ich will aber nicht Escape drücken. Ich will dieses FMV erleben mit euch zusammen. Oh, netter Hintern. Also die in den Rot. Really? We don't get disqualified for this, right? This ain't on us, yeah? Hey, can you send me that? Check out the stream. 100,000 watching now. Her last season's finale at over 100. Junge, erstmal die Leiche schön. I'm not sure the whole world is watching when you get. Gegen die Toss ins Internet ballern, das ist cool. Ja, komm, wir halten sie mal auf. Come on, that's enough. No way. Look how many people are watching. Ja, aber das geht jetzt wirklich nicht. Alter. Ich bestehe da jetzt auch drauf. Wir sind ein Mann unseres Wortes, also. Let's head to camp. You're next right. We should head in. Wir sollten los. Geile Mucke. Ein schöner Schauplatz. Das ist der Sektor A. Look sharp, people. You're on camera. Here we go, Killstream 13. It's that time again where I'm gonna be live killstreaming 24/7. Ganz ehrlich. Stay with me for a live reaction.
so krank wie die Welt mittlerweile ist, würde es mich nicht wundern, wenn es sowas wirklich irgendwann die nächsten Jahre gibt. Also für Leute, die sich da halt freiwillig melden. Also auf ein Bier hätte ich jetzt auch Bock, muss ich sagen. I was on this. Hab aber leider kein Star. So ein richtig schönes, kühles Blondes, geil. Oder ein Bananenweizen, auch geil. Killstream. Leute im Wald. Are we close? Der Asiate. Seriously, what is this? This is die Mordstreamerin. It's different every time. Yeah, but it's usually warm, sandy beaches. Sandy Beaches, sagt die Bitch. Humorvoll. Schön drauflatschen. Kaboom. Guter Humor. Wenn es jetzt wirklich einen gerissen hätte, wäre es aber nicht mehr so witzig. Okay. Anything to get the views. My agent's gonna hear about this. Who cares? We're not here for a vacation. Wir sind nicht hier für Urlaub, alles klar. Immer noch Sektor A, okay. What's this? Nette Zelte. You're not catching on, are you? Das Beach House. Oh, sie merkt's halt wirklich gar nicht, ne? It's not that bad. Fucking paradise. Try spending 6 weeks in the rainforest with nothing. No shelter, except what you make for yourself. Christ, some of this food here at least. Thought it was 4 weeks in the Amazon. Wird da drin gepoppt? Bear? There's no bears here. You don't even know where here is. Well, he's right, judging by the foliage and the... I could give a fuck, Survivor Man. It's probably just a bird. You check it out then. Ah, ich will nachsehen. Ich bin neugierig. Ich glaube, da poppen Leute drin oder so. Okay. Bisher habe ich immer die linke Antwort genommen, aber glaube ich zumindest. Ja, ich glaube, war immer links. Hello, motherfuckers. Oh, schade. What took you so long? Care to join me? Kamera 192. Ja, leck mich doch fett. No, I'm good. Nee, wir sind straight. Wir sagen einfach mal nein. I'm good. Weil in so einer Situation lieber einen klaren Kopf behalten. Nee. Dann sind wir nicht cool mit dem Asiaten, alles klar. Egal. You kidding? Has it worked in years? Got fucked over by the studio. Na, jetzt mal einmal humorvoll. Wir sind der lustige Kerl. Sorry, man. It's on TMZ. Bulls are at 9 a.m. We need to get some sleep. So, what, they give the word and we go at it? That's your general idea, yeah. What's to stop us from killing each other tonight? Beer. Disqualification. You have to wait for the broadcast. Oh, they've got eyes everywhere. Shouldn't we team up for the early rounds? Watch each other's backs through the crazy part. And then what? We're still breathing. We'll deal with it then, I guess. I'm turning in for the night. Zusammenarbeiten ist ja erstmal per se nicht schlecht, aber wenn man sich dann früher oder später doch an die Gurgel gehen muss, da kann man lieber gleich... Nee. Nein! Ich Idiot, jetzt will ich doch lieber die andere Antwort. Ja, jetzt habe ich entschieden. Ah, scheiße. Egal. Das war jetzt so aus dem Bauch heraus. You cannot be serious. Jetzt im Nachgang denke ich mir, vielleicht würde Teamarbeit doch ganz geil sein, aber egal. This is just a playground. What on earth are you talking about, Paddy Power? It's all fake. For TV. No one believes in God anymore. This is the new church. Opiate for the masses.
Alancor? Run by the Russians. Or the Illuminati? Definitely the fucking Illuminati. Lol. Just a bunch of fucking old white men making the rules. I mean, look at this place. Feinster Aloha talk. Fucking clan rally. Hello. Wasn't the creator of Killstream black? Yeah, where is he now? You're just paranoid. You know, there's lots of other landing groups. And now we've got the conspiracy nut calling me paranoid. Fake news. Verschwörungsheini. Fuck you. Nee, fuck you. Feinster Verschwörungsheini. Ah, come on. It's better than having a death wish. Well, I'd sleep with one eye open if I was. Especially with Hannibal over there. I mean, you know the story, don't you? What? He's a survival blogger. And he spent 4 weeks deep in the Amazon basin. Theoretisch müsste er wirklich der Beste sein, wenn er so ein Survival Dude ist. From the support crew. We found Dev, alive and well. Should have starved to death. Would have starved to death. His partner didn't come back. Oh, hat ihn aufgegessen, den Partner? Oh, you're fucking with me. No, it's true. Apparently he came back 3 kilos heavier. Oh, I hope he's not hungry. Okay. Night one and some shaky alliances and the wolf. Warum kriege ich jetzt das Symbol? Was habe ich jetzt? Ich habe wahrscheinlich bei der Gruppe verschissen. Hauptsache die Obdachlosen, die Hobos können den Stream verfolgen. Audience polls are in. The jury's still out on Nick Romeo. What's your opinion? Can't lie, he's doing alright so far. But he wants to go far in his thing, he's gonna have to up his game. Has he got what it takes? Remains to be seen. Hm, werden wir sehen, ob wir siegen können. Erstmal schön das Feuer auspissen oder was? I've landed on the island, location unknown. Roger that. Was geht jetzt ab? Location change was last minute. Nothing we could do until you report in. And now that I have, do you know where I am? We are currently unable to get your coordinates. GPS on your device has been locked. That's great. And what about extraction? Do you at least have a plan to get me out of this place? Your first priority is completing the mission. Fuck that! Okay. Fuck that! I'm out here risking my neck! Complete the task and you'll be safe. Safe? You don't even know where I am! Look, I need some goddamn proof you can help me here. Look for a communication tower. Once you upload the payload, we'll be able to locate you. Remember, you can't trust anyone. Oh, shit! Naja, da würde ich sowieso grundsätzlich eigentlich niemandem vertrauen. Vor allem jetzt, wo wir gesagt haben, nö, nö, wir machen unser Ding und arbeiten nicht mit anderen zusammen. Scherzen. Okay, die Antwort war aber arschiger als erwartet. Wow. Wow. Junge, ich hab bei so vielen Leuten jetzt schon verkackt. Na egal, vielleicht macht es das spannender. Was hier, when we got up for the broadcast. Should we open it? No, don't. Why? Ja komm, öffnen wir mal. Machen wir jetzt auch. Okay. Go on, get in there, Sean! 30 minutes to showtime. Time to get dolled up. Where are the others? Er plötzt jetzt da erstmal hin oder was? Schön beim Kacken zugucken, geil. Dev's gone. Good. That guy was creepy AF. This one too. What's up? Thought you'd left with Dev and Rhea. Oh, Rhea too? What a shame, she was such a hoot. Going somewhere? Yeah, I was gonna scout around.
Gonna lay the area before game time. Is that what you do in War of Duty? War of Duty. What? No. He's a camper. What's that? He's a pussy. Plants himself in cover and waits for the other players so he can pick them off. What's wrong with that? Sounds like a pretty good idea to me. It's bullshit. I never camp. Screw this. We'll scout the area. I never camp. Und wieder verkackt. Ich denke mal, das ist so das Verkackt-Symbol. Wenn man nicht cool mit den Peoples ist. And we'll be straight back after these short messages. State of the art. Probably finger. These are people's lives. Auf jeden Fall hat das Spiel einen schönen Trash-Faktor tatsächlich. Das mag ich schon mal sehr gerne daran, muss ich sagen. Otto back yet? Not likely. Nine, oh yeah, remember eight, him. I didn't expect seven, it. I know, right? Six, I thought it was going to be the one with the eye patch. The Korean. No, that was Sunwoo. Ah, that's it. Classic. Oh, here it comes. Good morning, Islanders. Let's cut to the chase. You know why you're here. 50 contestants split up into 6 landing groups. Spread around the island. Your task is to survive. Nun genau, deshalb war meine Entscheidung dumm, nicht auf Teamwork zu bestehen, weil es halt eben noch diese anderen Grüppchen gibt. Naja, wir werden sehen. And just in case you were thinking of changing your mind about all of this, we have covered the island in smart mines. So don't think about swimming home anytime soon. And every time you hear this sound, that means another set of mines have been activated around the island. So you'd better keep moving inland if you want to keep dancing the foxtrot, if you know what I mean. We've got the usual mix of fame-hungry wannabes, stone-cold psychos and crazies. But in a callback to the very first killstream, we're bringing back Death Row's Rogues Gallery. Really? To find alongside your favorite Z-listers. And in more serious news, this time round, we're changing things up a bit. This year, there will be no tap-outs. What the fuck? Boah. That's right. You're all in it to win it. No rescues, no tactical dropouts. This year, you've got to give it your all. This is insane. You will shortly receive your first weapons drops, not too far from your current position. So move fast. With half the planet watching you right now. Das ist auf jeden Fall besser als eine Purge. Superstar. Now go! Wo wirklich Unschuldige halt auch sterben. Ich meine, die haben sich alle entschieden, da zu sein. Blöd gelaufen halt, dass die sich jetzt gegenseitig ermorden müssen, so. I signed a contract. Ah, but did you read it? I mean, I did. It wasn't exactly binding on their part. Fuck you! I'm calling my agent. Team mitreißen, komm, let's go. No, guys, come on. We gotta keep it together. This is just what they want. Panic. Erneut versuchen. Well, you guys knew what you were getting yourselves into. Mein Fehler der letzten Nacht wieder rückgängig machen. Zumindest versuchen. Right now. Look, I get it. You're scared. We all are. But this is still the greatest opportunity you've ever had. Yes, the risks are higher. But just think, if you win this, you are set for life. Und wenn man mit den 10 Mille gut umgeht, auf jeden Fall, ja. Da hat man ausgesorgt. Okay. Yikes. What a loser. What a loser. Fuck it. Let's go get those weapon drops. Not looking good for Nick Romeo. What's your take? What a loser. Might as well give it up, Nicky boy. Ich mag es, jetzt bin ich in der Underdog-Position. Wegen der Entscheidung. Da sagen die Loser, ich will die mal sehen in der Situation. Also wirklich mal. Hey, what did Tish call it? Camping? That's what we should do. We lay low and ride it out. You know what, just check the map.
We should be right on top of it. What does it look like? I'm pretty sure we'll know when we see it. Deine Mods sollten diese Nachricht besser löschen. Che, eine Waffenkiste. Die wahrscheinlich schon... Okay, doch nicht leer ist. Ich habe da jetzt ein bisschen mit gerechnet, muss ich sagen. Ist auch cool, wenn du noch nie vorher damit zu tun hattest, dann benutz erstmal sowas. Nee, komm, ich gebe ihr die linke Waffe. Okay, these are all pretty old. She only use them if we need to. They're screwed. Jesus. How does it work? God damn it! I'm gonna give away our location. Okay. Sorry. Ich hoffe, dass sie sich trotzdem damit irgendwie wehren können. Wenn es dann drauf ankommt und uns nicht jetzt random erschießt. Finger weg vom Trigger, Mädel. Zu den anderen zurückgehen? Nachsehen. Ich bin zu neugierig. Don't shoot! I'm not armed. Where's your landing group? I'm on my own. I overshot the landing. I've been out here all night. Should we shoot you? I'm right here, bitch! What? Did you say? Noah! Seriously, man, you don't want to do this. Ihn töten? Komm, wir nehmen ihn mal auf. No risk, no fun. Der sieht aus wie Carsten Stahl ein bisschen. Ich denke, das ist ein guter. Join us. We've lost a few already. How can we trust him? Well, we trust anyone. We're all here for the same thing. Hey, that sounds like a plan. I'm sorry about what I said before. I mean, you threatened to kill me. Guck, Carsten Stahl ist gegen Mobbing, Mann. Simon? Simon Stahl ist gegen Mobbing, Mann. What happened? We heard gunfire. That was Annie Oakley over there. Who the fuck is this? That's Rambo. Another ally. Did you find anything? Looks like somebody already got to the drop. There wasn't much there. Hey, do I know you? Yeah. He's one of those death row guys. Blew up that NFL stadium. 130 dead. Fuck this, then. You make me sick. I had money on that game. Oh, hold it. Ihn nicht verteidigen, ihn verteidigen. Ich denke einfach nur gerade, der könnte noch nützlich sein, wenn der so eiskalt ist. He's done worse. He's unarmed. And you believed him? Who the hell do you think got to the other drop? Tish. Oh, lol. Oh, shit. Ja gut, ich meine, was hat er erwartet? Hat er jetzt gedacht, er kann die ganze Gruppe auseinandernehmen? Is that guy dead? Ich meine, dass er ein, zwei erwischt hat, okay, vielleicht, aber... Ja. Naja, haben wir wenigstens eine Waffe mehr im Team, ne? Yikes. Er ist mal schön in die Rübe geballert. Big news, guys. This shit's fucking real. It's fucking real. I'm gonna go with the flow, you know? I'm gonna give it a go. I may even win this fucking thing. Who knows? Are you out? Uh-oh. Bad move there, Nick. Down to 30 in no time at all. Now it's getting interesting. Könnte tatsächlich spannender werden als erwartet und den Trash-Faktor finde ich sehr geil irgendwie bei dem Spiel. ChocoBoy89 says that two of the landing groups just ripped each other shreds right at the start. Do you have anything in camo? Camo's so in right now. Really? You never see it anywhere. Seriously though, what is this scheiß? These guns are almost antique. We should head for the center. Naja, besser antike Waffen als gar keine Waffen in der Situation da. It's gotta be something. It's not on the map. Exactly.
bridge up ahead. From there, we can either go straight through or we can go around. Ja, kommen wir schlagen lieber einen Bogen. Obwohl, andererseits vielleicht auch dumm, weil werden alle so denken, aber gerade durch ist halt auch... Nick doesn't have the trust of his teammates. What's it gonna take to pull this back? Yo, what's up, Otters? Where the fuck am I? There's fucking mosquitoes all night. Fuck off! Ja, Hauptsache, wie das dargestellt wird. So, jeder streamt es in sämtlichen Lebenslagen. Und ich glaube, das ist so traurig, das klingt gar nicht mehr so abwegig. Das, die Menschheit ist mittlerweile so krank, mich würde es nicht wundern, wenn das irgendwann wirklich zustande kommt, sowas. So traurig, dass es also wirklich ist. Und wie gesagt, sorry, warte mal, mit Gabe reden, weitergehen. Tisch reden. Ich rede mit Tisch. Eisbrecher. Eisbrecher, gut. How much does a polar bear weigh? Enough to break the ice. Guess you've heard that one, huh? Yep. Very funny, dickhead. Dickhead. Auf jeden Fall, ja, dass ich hier dazwischen laber, ist normal, ist halt ein Let's Play. Aber ich hoffe, es ist trotzdem okay, ihr lest vielleicht mit, wenn ihr was nicht versteht. Ich lese ja auch noch nebenbei. Aber Commentary muss halt sein bei so einem Let's Play. Auch wenn man so ein FMV spielt. Ich kann ja die ganze Zeit nicht einfach nichts sagen. Weil, ja, dann könnte ich das auch einfach so hochladen. Das wäre irgendwie auch blöd. I deal with pricks like him online every day. Scumbags who think women don't belong anywhere but the kitchen. Wow. I didn't get that vibe off it. But what does it matter in here? Casual sexism isn't as bad as wanton murder. That's very insightful of you, Tish. Ja, komm, flirten. Guck dir mal den Schmierigen an, hier, den Schmierigen da, den wir da spielen. Gab sogar ein Achievement dafür, für das schmierige Flirten, finde ich gut. Weitergehen, mit Gabe reden. Ne, weitergehen. Irgendwie will ich mit dem gerade nicht reden. Habe ich mich jetzt einfach mal so für entschieden. Ja. For some loving. So, is there romance in the air? Looks like he's into Tish. She may be into it too. Das finde ich so großartig, diesen Trash-Faktor einfach. Liebe ich an FMVs. Wo sind die Gegners? Sind da überhaupt Gegners? Er macht irgendwelche lustigen Zeichen wie bei The Walking Dead. Als wenn er Ahnung hätte. Did you not prepare for this at all? Whoa, easy now. Taziator. Told you, I've been out scouting. That was half a day ago. And I covered a lot of ground. There's a lot of weird motherfuckers out there. We've got a more immediate problem. There's another team up ahead. Coming in this direction. Why would they be headed towards shore? We can't trust him. He could be setting us up. Yeah. Fuck this guy. Otto, nicht vertrauen. Komm, wir machen es mal wieder gut. Er ist immerhin bei unserer Landungsgruppe. I think he's telling the truth. Nick. Damit haben wir es jetzt mit ihr versaut wieder. Toll. Hey, gibt's heute keinen Sex. Schade. This way, we need to get the jump on him. Otto, head back to the perimeter. If you see anything, signal us. Signal how? Smoke? I can't whistle loud enough. You got a phone? So what's the plan? Maybe we should camp. Am I using that right? Look! Okay, jetzt wird's spannend. Vielleicht. Ich
gehe jetzt erstmal davon aus. Boah, der mit dem Schapka, Alter. Ich bin dafür, dass wir die platt machen, wenn ich die Chance kriege. Dass wir es zumindest probieren. Wobei mindestens einer von unserer Gruppe draufgehen wird. Okay. Jetzt kriegt sie eine Kugel in den Schädel. Das war zu erwarten. Obwohl, so wie es sie getroffen hat, könnte sie es überleben. Das ging ja in den Unterkiefer eigentlich, ne? Feuer erwidern. Jetzt! Let's go! Feuer erwidern, Junge! Bam! Bam! Das ist unsere Gang! Is that you, Wolfboy? Wolfboy! Fuck you, Hannibal! Hey! What does someone with blue blood taste like anyway? You're gonna eat those fucking words. I'd love to stay in chat. Na dann versuch mal das Maul zu stopfen. After them! Wait! Alter, was meinst du, was du da für einen Adrenalinschub in dir hast, ey? Wenn du weißt, die anderen können jederzeit schießen, die können dich jederzeit treffen, du siehst sie vielleicht einfach nur gerade nicht. Stop. Eine Mine? Ich rette Tisch, wenn wir schon mit ihr geflirtet haben. Alter, ja klar, das Kind, ey. Job, I followed you down. Good work on the bridge there. You really showed him. It's your lucky day. Dev, okay. The cannibal, has cornered his own landing squad. And that creative reuse of minds means Gav sees his final destination. Tish Tasker and Nick Romeo were also caught in the blast. Coming soon. Jetzt bin ich gespannt. Das ist aber auch ein bisschen unfair. Wir haben mit dem anderen Bro nicht geredet. So. Wir kannten ihn gar nicht. Und darum haben wir uns für die Dame entschieden, weil wir mit dem Puller gedacht haben. Naja. So sind wir Männer halt. Immer mit dem Puller denken. Und das sage ich über mich selbst. Leider ist das aber wirklich oft so, dass Männer, wenn die Interesse an einer Frau haben, irgendwie alles andere ausblenden und so. Where are we? Oh, thank God. We're 5 miles inland. Fuck. The thing again. What is it? You okay? It won't be this that kills me. Turn that off. Why? We got lost. We need to go dark. What are you talking about? What are you talking about? You know, it's great to be part of a real team. I think you made the right choice. Oh. Da liegt sie mit ihrem Kieferproblem. Erstmal noch Livestream für ihre Fans. Come on, man. Dépêche-toi.
Now you're a star. Tja, hier können wir leider nichts entscheiden. Sorry. Oh, Junge. Hauptsache so, well done. Na klar, Alter. Cool. We here at Killstream would like to apologize to Scarlet's friends and family. Let's take a moment now in remembrance of her life. Moving on! Und ja, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es sowas irgendwann wirklich gibt oder in irgendeiner Form schon gibt. Nicht umschalten. Die Hobos finde ich großartig. Die sind obdachlos und gucken einfach diesen Stream. Slow down. Let's take a breather. There's something up ahead. Die Hobos. Schönes Naturgebiet, by the way. So wie es scheint. You need to tell me what's going on. Was sagen wir denn jetzt? That head case Ari was almost right. Well, that can't be. Half our landing group are dead. No, not about that. But this game is fixed. What do you mean? Okay. The winner's picked out before the game begins. How? Guns are real. The mine's real. How could you possibly stop someone from getting killed? It's not a sure thing, but from what we can tell, they do everything they can to give them the advantage. We? I'm not here to win, Tish. You need to stop speaking in fucking riddles. I've been sent here by a group called the Alliance. They've sent me here to expose the truth. That the corporation used deep fake technology to rig the outcome of Killstream. Hold on, so what you're saying is... Computer-generated scenarios. They can alter the broadcast in real time to make things play out the way they want. Why? Why can't they just let it play out? The winner's a puppet. All the fame and power that come from winning this thing can be controlled if they know who the winner is. Alancorp are fucked. They've been hemorrhaging money for years. They're on the ropes. The cost of running this meat grinder adds up. The bribes the countries that host it, the jurisdictions that broadcast it, the lawsuits from the contestants' estates. Then with audiences dwindling, they had to come up with a plan, so they started fixing it. We're not sure when, but when the creator left, there were big changes behind the scenes. The winners always became big stars, right? But then they didn't need the corporation anymore, so they decided to change that. With the winners in their pockets, they managed to keep things afloat for a while longer, but now they're getting desperate. That's why the rules keep getting more brutal. Okay. So we're being serious about the no tap out. They're doing it to boost the ratings. And the puppet, who is it? I'm not sure yet. Let me. Na komm, wir lassen sie helfen. You'll live. Oh. Okay, so you're here to expose all of this? How? Why did the Alliance send you? Let's just say I have a reason to hate Alancorp. The Alliance knew this, and it was a safe bet my lead balloon of a career would get me a spot on here. They gave me this device, a payload, that I need to plant in the corporation's network. If they can get in, they can hijack the stream, expose it all, the deep fakes, the fix, everything. So why are you telling me this? Why isn't the Alliance helping you? I must have known something was up. They switched locations at the last moment. I must have known they had a mole. The Alliance are still scrambling to find out where we are. What about GPS? Our phones? Blocked. All signals in and out of this place go through Alancorp's network.
This device was meant to be invulnerable to their control, but the blast back there must have knocked it out. I need to find a way into Alcor's network, a comms tower. Maybe I can find a way to get a message out, or even find out where the fuck we are. There's gotta be something like that around here. They're streaming from all these drones 24/7. Das ist richtig, die Drohnen sind ja immer online. If the radio is broken, we should be able to get some info from the storage. I'm not dying on this fucking island. So, ich gebe ihr das Gerät. I'm trusting you with my life there. Don't worry, soldier. It's in safe hands. It's getting dark. We should lay low until it gets light. Wäre krass, wenn sie uns am Ende hintergeht. Wenn sie der Sieger ist, der schon feststeht. Das wäre, boah. Das wäre hart. Auch wenn ich das jetzt ausspreche, ich glaube, wenn es dann so wäre, könnte ich es nicht fassen, so. We should take it in turns, keeping watch. Toss a coin? No need. I'll go first. You sure? You may as well have the conversation. Hmm. How'd you end up here? Wir antworten ihr. Not much call for an aging child actor. I didn't make the transition. Drinking drugs took over. And TV and film, that all changed. Ach, was du nicht sagst. You killed the TV star. Well, you're breaking my heart, Mikey. Fuck you. You blame the corporation for that? Remember the other Nick? Nicky Merck? Yeah, guys are like a double act for a while. What we're doing had a shelf life. As Hollywood chews you up and spits you out, what you do? Anything you can to stay on top. And so he did. Killstream season 6. It's all starting to make sense. Drinking drugs made him a different person. Made him feel invincible. He thought this was the only way out. It is for some of us. I'm sorry, I didn't mean it. Auch erstmal beide schön helle Klamotten tragen, damit man sich schön dreckig macht, damit man schön gesehen wird. Geil. It's about my only option. But no matter what, there's always cheaters. Es gibt überall Betrüger, na, aber. So, here I am. I mean, with the ad revenue for my channel since I've been in here, that's gotta be something for them, right? What do they think of all this? Told them. Be hard for them to miss by now, though. Jesus. Wo machen sich hoffentlich Sorgen? Alter Falter. No. This reminds me of that part in Wolf Voice 2. When you're on the run and you're sleeping in the subway station. I thought you didn't watch those movies. Come on. They were everywhere when I was a kid. Of course I watched those movies. Na komm, wir knutschen mal. Das macht mich jetzt noch ein bisschen spitz. Ja, geil. Gab sogar ein Achievement. That didn't happen in the movie. Haben die jetzt 6 miteinander? Dann sollten die aber 8 geben. Bulletproof vest. I should don't know if it's bulletproof. Diese Inszenierung, ey. Hauptsache erstmal das Handy mitnehmen, ganz wichtig, weiter Stream. Überleben, scheißegal. Unbelievable. Tish Tasker and Nick Romeo are still in the game. Maybe there's more than meets the eye with these two. Ha! See? He's not dead. Nick Romeo's not dead. I knew he wasn't dead. What, do you want to shag him or something? Oh, mate, fuck off. Can't keep a good guy down, huh? Go Nick! Go Nick!
Ah ja, auf einmal sind sie alle wieder Team Nick. Alles klar. Slippery fucker. Kelvin, you head east. Keep an eye on him. Slippery fucker. Don't worry, buddy. I'll look after you. Hat er gesagt. Der hat Bock. Der riecht Bock. How are you? Dieses rote Stirnband auch, das macht mich komplett bescheuert. Macht er mir hier einen auf Bardock oder was? Oder auf Solid Snake, aber Solid Snake hat kein rotes Stirnband. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber Bardock mit dem Blut seiner Kameraden. Hä? Ich frag sie schon, wo sie war. Where'd you get to? What? Never mind that, I thought. We should get moving. Was ist, wenn sie wirklich der Sieger ist, der schon feststeht? Calvin Rice? You're not Calvin Biggs, are you? Oh my god, it is you. You were in America's Most Wanted, right? Hey, that was a crying shame what they did. Goddamn lamestream media and their goddamn witch hunts. I mean, so what if you took a busload of school kids hostage? You only killed the teacher. You sure you saw something? They said he might have seen an antenna. What other options do we have? Oh. Where are the others? Oh, easy guys, it's me. Look, I've been on you for 10 minutes. If I wanted you dead, you would be by now. Fuck. Still a good way to get yourself shot. Me? You need to watch your six, bro. I could have taken you both down. Then why didn't you, douchebag? Well, with mouth like that, just my next time, honey buns. Unrecht hat er nicht. Also er hätte sie abknallen können. I was wondering what happened to the rest of the group. Zumindest ein hätte er wahrscheinlich erwischt. No, it wasn't you, obviously. Otherwise, we wouldn't still be talking. Now, what's this about an antenna? What's the difference between this island and a dead prostitute? Ey, jetzt erzähl ihm bis auch zu Ende. Mit der Insel und der Prostituierten. This island still sucks. Hm. Der war jetzt nicht gut, der Witz. Schade. Why not fake the whole thing? Why bother going to the expense of hosting it in the first place? Na komm, wir erklären's mal. Too many variables. All the drama, power struggles, randomness of people is hard to script. Plus, I don't know whether you've noticed, but I'm seriously cutting corners this year. What the fuck even is this shit? Amen. That, and there's just too many people involved by the time I started fixing this shit. I mean, trust a handful of people at the top to stay quiet. They've got the most to lose. The winner's gonna keep their mouth shut, but what about everyone else? So, who is it? You know, the puppet. The winners. Ari seemed to think it was all fake. You know, he really believed it. Maybe he was onto something. Maybe it's you. Mysteriously popping up after an explosion, 1 foot in, 1 foot out of the group. Seems a bit suspicious. Stop. Hmm. Could be anyone. I've got my suspicions, but no use pointing fingers. Also mein Verdacht... More than one for all we know. Mein Verdacht fällt ganz klar jetzt auf sie. Where is this lead? West. Und so ein Bauchgefühl, ich weiß auch nicht. Weil allein dieser Wechsel mit, oh ja doch, ich habe deine Filme gesehen, rumschleck. Still M.I.A. Maybe there's still hope. Or maybe the pieces are just too small.
This is strange. They're not showing anything. This is bullshit. What the fuck is going on? The show's really gone downhill. This plan is richtig kack, richtige Kackshow. Two clicks west, just past those trees. Past the mines. We just gotta get through the field. Isn't there another way around? The ring of mines around the island is 200 meters wide. This open ground, it gives us an advantage. So we're leaving our lives with a chance. How can someone who joined a 50-1 battle to the death suddenly be so risk averse? And is this place you saw isn't what we're looking for? I don't know. It's better than fumbling around in the dark just hoping to come across something. Okay, what are our options? Well, there's one thing that I think might be possible. Go on. Well, you said those guys used the mines to blow up the bridge? Yeah. That means one of those assholes has figured out how to rig those mines to blow up on command. That means it can be hacked. If they can be hacked, then I can figure out how they're armed and maybe how to disarm them. So what, we take a live mine and deactivate it by hacking? That sounds like it's gonna take forever. Not only for the first one. These mines are smart, which means it's probably part of a mesh network. They send a signal to arm, disarm from mine to mine. If I can figure out how to bring one of these guys to security, I can maybe disarm the whole thing. Well, at least the area we're in. Wow, that sounds like a long shot. Okay then, fuckers. Why don't you go grab a big stick and get ready to prod and poke your way through the next 200 meters of open ground, meter by meter. I'm sure there's no risk there at all. Otto's plan. Let's go. Come on then, nerd. Let's go get you a mine to play with. Are you fucking kidding me? He's gonna blow himself up. Fuck it. I guess he wouldn't be that big of a loss anyway. Whoa, whoa, whoa. What are you doing? Don't you think I was gonna hack the mine? I need a computer. Don't worry, I can make sure it's not sending out anything that can track us. It will still be dark. This is a bad idea. Okay. That should do it. How do we know if it works? Well, if I walk over here, everything within a 3-meter radius should be disabled. How do we know? Try it. You fucking try it. You're holding it. Ich hätte auch gesunden Respekt davor, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn er sich so denkt, ja, mein Plan ist wahrscheinlich gut und wird wahrscheinlich funktionieren. Jetzt geht er dahin und jetzt ist ein Spätzünder. Let's go. Okay, hat geklappt. Das finde ich doch ganz nice. Das finde ich doch ganz nice. Remember, stay within 3 meters of me. Congrats, you finally found a way to get a girl that close to you. Don't think I'll be making a habit of it. Die ist aber auch giftig, Mensch. Okay, that's it. Unclench. Well, that wasn't so bad. Come on, let's go. What do a donkey, a honey badger, and a Catholic bishop have in common? Ist das großartig? Ist das großartig? Ah, geiler Trash, ey, geiler Trash. I'm not buying it. Something's not right. But they're saying that's why Romeo is there. It's all a fix. Shut up. Patrol 2, we have a signal nearby. Over. Hat's den mit der Maske gerissen, ey. Really? Why are you listening to him? Well, we've come this far. Yeah, but where are we going? How do we know we can trust him? I don't like helping you either. Chill. Don't fucking tell me to chill.
Why don't you tell Nick about yourself? Trish, come on, we gotta keep moving. He's not just some glory-seeking wannabe. Hm. Nachdem er jetzt aber das mit den Minen gemacht hat, vertraue ich ihm schon. Swatting another streamer. Swatting? Called the cops and said there was a hostage situation at the house of another player, so they would send an armed response. And what happened, Otto? Ja, Otto, was passierte? Okay. I didn't mean to... I don't care about anyone's past. The fact is, we're already in this situation and we have to keep going. How do we know he's not the puppet? How do we know you're not the fucking puppet? You wanna fucking hey, go? Hey, stop, stop! What's that? Fuck, I thought we were duck. You shouldn't be out this far. Come on. Must be close now. Hey, we should check for supplies. Ich gehe mit Otto. Ich vertraue ihm jetzt, weil das mit den Minen, Alter, das hätte ihn halt auch reißen können. Check it out. Gut. Jetzt haben wir halt bei ihr reingeschissen, aber come on, ich weiß nicht, sie ist halt auch die ganze Zeit so zickig und so. Kann natürlich sein, dass ich jetzt komplett auf ihn reinfalle mit seinen Minen und seinen Hacking-Tricks. Aber irgendwie traue ich ihm jetzt. I already told you I don't care about anyone's past. No. Earlier, a phone fell out. It was switched on. Well, we're... Yeah. You sure? Just before the drone came. Look, I know coming from me, oh, this might... Ich vertraue Otto. I don't know. We need to confront her. Dude, I think we need to get the fuck out of here. We're not just ditching her. Mhm. Sorry. Give it up, Nick. Let her go. That wouldn't really be in the spirit of the game now, would it? Well, I do need you, Nick. Würde er sie wirklich umbringen? You're outnumbered anyway. You shoot her. Ich glaube immer noch, dass sie die Auserwählte ist. Wie gesagt, zum Bauchgefühl. You and me, we just need a little chat. Die Obdachlosen, Alter. Give yourself up and I'll let her go. Nicht ergeben, nö. Er bedroht halt. What? What are you doing? We need him. Ich hatte mehr oder weniger recht, also zumindest dass sie. He won't get far. No matter. We know where he's going. Otto, nein. I've been looking forward to this. Still a cunt. Just remember, you needed a helpful man. Die haben Kant allen Ernstes mit Schlampe übersetzt? Ich finde, in dem Moment ist Kant angebracht, also dass er zu ihr sagt, Fotze, mach doch. And this is the end for Otto Blakely. Necro to his fans, and now just plain necrotic to the rest of us. You're not really taking either personal responsibility or even personal engagement.
How would it be if I went over now and I just took your cravat and strangled you with it? I quite like this cravat. I wouldn't mind dying in this cravat, actually. It's one of my favorite ones. It would make fantastic television. You would go down in history, so would I. But don't you understand what I'm saying? You can either sink down into the gutter, into the mud, and if you don't mind me saying so, the shit, or you can lift people up. Why don't you want to lift people up? You have that opportunity, and we, believe it or not, we do have a responsibility. Do you have any sense of responsibility? One of the beauties of living in a modern society is that, in our shows at least, it's down to the consent of the contestants that are involved. But I'm saying you're not engaged in the argument. For you, it's just a job, it's just a thing, and these are people's lives! These are people's lives. We must watch that we don't abuse the medium. We must watch that we don't sink down. I want to have a bath. I want to have a shower and a bath and another shower and another bath after I've seen your program. Is there no limit? Do you not have any limit? In the end, what would be too much for you? Have you no shame? Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich hat er kein Schamgefühl. Oh. Vor allem dieses leuchtend weiße Shirt halt einfach, ne? Ist halt so unangebracht. Okay. Where the fuck have you been? And where's Kelvin? Tja, den hat's gerissen, ne? Oh, fucking hell! Tell me about it. Kein Wasser. Tja, aber was erwartet der bei so einem toten Gebiet? Leise ausschalten. Let's go. Weil no risk, no fun. Ein Stück Pelle. Boah, er will ihn messern. Mit Messer geht das besser. Ach komm, wir looten ihn mal. Vielleicht hat er ja Loot. Vor allem da reinzugehen, ne? Und dann halt relativ schnell zu laufen. Langsam. Weil das macht halt gut Geräusche da. Das halt ja wie so. Vorsichtig. Jetzt waren wir die ganze Zeit vorsichtig, jetzt bleiben wir erstmal vorsichtig. Hands in the air. Well, fuck me sideways. Oh, oh. Sie macht einen auf Lara Croft mit ihren zwei Wummen. Aber sie hat uns doch geküsst. Ich habe mich doch in sie verliebt. Nick. Wie kann sie nur? Sie muss ihre Tage haben. We can still get on the blower and get this all sorted. Das ist ein Späßchen. Bitte nicht ernst nehmen, was ich gerade gesagt habe. Bitte nicht ausrasten in den Kommentaren oder auf Twitter oder so. The finale. Hm.
What chance do you think you had, you fucking muppet? See? The decision's already been made. The deep fakes are out there. Yeah, Dolga knew. As far as the world knows, you're already dead. Even if you survive this, you'll never make it off the island. They can't let you. But there will be survivors. One survivor anyway. Hmm. Okay. What the fuck? Fucking dick. And there we have it, folks. Lol, eh. His crown. Okay, wow. More ups and downs than a bipolar roller coaster. Put the gun down, Tish. So we made it to the last two. What are the odds? Doesn't have to end like this. There's a way out. We can both live through this. Maybe. But there are no guarantees. What if we did take Alancorp down? What then? This right here is the ultimate prize, Nick. That's bullshit. You just don't get it, do you? You may have lost your fame, your fortune, your friend, but it's different for me. I never had any of that to begin with. I came here for my family, and now I can have it all. And to hell with everyone else? You can't change it, Nick. We gotta look out for ourselves. There's a better way. We can put an end to all this bloodshed. You are better than this, Tish. You don't know me, who I am. You still have a choice. I never had a choice, Nick. Nicht. Okay. Wenn du das sagst, Trish. Huh. Your move. Put the gun down, Tish. Please. Erschieße ich sie oder nicht, wenn ich es entscheiden kann? Okay. Das hat sie jetzt von ihrer Lara Croft-Aktion. Ich verschone sie, auch wenn das ein dummer Fehler ist. Ich erschieße sie nicht. Broadcast is out. You're already dead. Hä? Haben die ihnen irgendeinen Chip implantiert oder so? Und die können ihn so wegknipsen oder was soll das jetzt? Who gets the last laugh, Nick? Oh, lol. Okay. Okay. Ich bin zufrieden mit dem Ende. Irgendwie. Das war auf jeden Fall ein schöner Trash-Spaß, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Was mich betrifft, werde ich privat noch ein, zwei Durchläufe machen, denke ich. Und ja. Ich hoffe an der Stelle schon mal, euch hat das Let's Play gefallen. Das war doch mal schön. Mal wieder ein FMV. Das hatte echt einen schönen Trash-Faktor. Also ich war auf jeden Fall gut unterhalten von dem ganzen Spektakel, was da so passiert ist. Und ich find's irgendwie cool, dass ich irgendwie recht hatte, dass Trish gewinnen wird. Wow. Yeah, girl gamer power. Ja, nee, also ich finde die Entscheidung gut, die ich getroffen habe. Ich habe gerade noch mal kurz überlegt, hätte ich sie vielleicht erschießen sollen? Ich meine, daran, dass, ja, großartig was geändert hätte sich ja nicht, weil er ja trotzdem dann wahrscheinlich zu Boden gegangen wäre. Dann wäre die Gewinnerin halt tot. Aber den Sieg darüber hätten die ja trotzdem dann auch wieder deepfaken können, so wie die es jetzt gerade gezeigt haben. Also diese Szene hätte sie auch als Deepfake geben können. So, das heißt, das hätte am grundsätzlichen Ende und an der Ausstrahlung ja nichts geändert, wie die Corporation das darstellt.
Ich meine, auch wenn das ein trashiges Spiel so gesehen ist, steckt doch sehr viel in diesem Full-Motion-Videogame, wo ich sage, so, das sind Sachen, die sind ja denkbar. Die können ja in Zukunft so passieren. Jetzt lachen wir noch drüber und sagen, ja, nee, das ist abwegig, aber wie gesagt, die Menschheit wird ja leider immer kranker. Deswegen würde mich das tatsächlich gar nicht wundern, wenn es irgendwann sowas gibt oder es sowas vielleicht schon in einem gewissen Rahmen gibt, sage ich mal. Jetzt könnte man direkt ans Dark Web denken, an Red Rooms und so, aber Leute, ich glaube, so eine Scheiße gibt's auch im Clear Web, wenn man weiß, wo, wenn man die richtigen Zugänge hat. Mich würde es nicht wundern, wenn es irgendwie sowas schon in irgendeiner Form gibt. Der gute Mensch in mir hofft natürlich, dass es sowas nicht gibt, aber leider ist die Menschheit einfach kaputt. Und deshalb kann ich mir das leider gut vorstellen, dass es sowas gibt. Oder geben wird. Wie dem auch sei. Wie hat's euch gefallen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Und ja. Wir sind wieder am Startbildschirm. Hier sehen wir nochmal eine Statistik. Okay, das ist interessant. Liebe 99%. Stärke, okay. Einsicht. Teammoral war komplett für den Arsch. Okay, da war ich aber von Anfang an selber schuld. Und die Zuschauermeinung über uns, ja gut. Jetzt weiß ich auch, was das heißt. Das ist Team, das ist Zuschauer. Ja, interessant. War eine schöne Erfahrung. So, dann gehen wir mal, wo ist mein Maus da? Zurück. Getroffene Entscheidung 51. Gesehene Szenen 51 von 294. Also, wenn ihr noch den Rest sehen wollt und euch das hier gefallen hat, dann holt euch das Spiel. Ist regelmäßig bei Steam im Angebot. Also ihr müsst nicht den Vollpreis zahlen. Packt es auf die Wunschliste, wenn es euch gefällt. Wartet ein Sale ab. Und dann holt ihr euch das Ding irgendwie für 2, 3, 4 Euro. Für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt und hat Spaß gemacht. So. Denkt bitte am Ende noch an den ganzen YouTube-Kram. Sprich, wenn euch die Sachen gefallen, die ich mache, dann lasst ein Like auf die Videos da, abonniert den Kanal. Falls ihr es noch nicht getan habt, aktiviert die Glocke, so verpasst ihr dann auch nichts. Und ja, lasst eventuell noch einen netten Kommentar da für den Algorithmus. Und das Wichtigste, macht Mundpropaganda für den Liebkranke, wenn ihr sagt, ich bin es wert, ich bin unterhaltsam. Ich bin es halt einfach in irgendeiner Form wert, geschaut zu werden, verfolgt zu werden. Würde mich sehr freuen. Und ja, meine Lieben, wir hören und sehen uns im nächsten Projekt. Bis dahin, ciao, ciao.